Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich glaube, die Pechsträhne lässt mich gerade komplett vergessen, was überhaupt Glück bedeutet. Ich habe jetzt die letzten Folgen aufgenommen, wie ihr gehört habt. Die letzten zwei Folgen waren absolut die Klicksounds drin. Außerdem habe ich dann jetzt gerade aufgenommen und übrigens letzte Folgen waren auch eine Aufnahmesession. Für mich heißt 5-6 Folgen, wo diese Klicksounds drin sind, die ich nicht nehmen kann, die ich euch nicht zeigen kann, leider, obwohl das waren echt geile Folgen, Alter. Und jetzt habe ich versucht, es zu fixen, habe es hoffentlich auch gefixt. Ich hoffe, ihr hört nicht mehr allzu laut die Klicksounds hier. Also ich bete wirklich, dass ihr die nicht allzu laut hört. Das Problem ist, jetzt habe ich gerade nochmal aufgenommen und habe hier ein paar Eisengolems gespawnt, wie ihr seht. Und hier, das kennt ihr auch noch gar nicht, hier haben wir die Farm, die automatische abgerissen. Meine Klicksounds, meine Aussounds sind aus. Hier haben wir die automatische Farm abgerissen und haben einmal Erde rübergezogen, haben hier. Hier ist immer noch unser Zuckerrohr gelagert. Davon haben wir aber in der letzten Folge, die ich gerade eben aufgenommen habe, die ich wieder nicht nehmen kann. Weil, Alter, nee, ich habe mich die ganze Folge drüber ausgelassen, wie scheiße mein Leben gerade ist, Alter. Die ich nicht nehmen kann, weil man die ganze Zeit gehört hat. Ich weiß nicht warum, bei jedem Wort hat man das gehört. Keine Ahnung, ich war vielleicht zu nah am Mikrofon oder so. Ich habe es jetzt ein bisschen weiter weg. Ich hoffe, man hört es nicht so laut oder überhaupt, hoffentlich gar nicht. Und falls nicht, muss ich diese Folge jetzt nehmen, weil ich keine Zeit mehr habe gerade. Es ist gerade wirklich die Zeit, Leute, sie ist in Not. Es ist 5 vor Rolex. Nein, aber wirklich, ich habe gerade aufgenommen und konnte diese Folge wieder nicht nehmen. Ich habe 3, bestimmt 4 Folgen, die ich von der letzten Aufnahmesession nicht nehmen kann, wo ich geile Stories von meiner Theoriefahrschule erzählt habe. Gerade eben habe ich auch wieder geil erzählt und ich kann alles nicht nehmen. Es ist einfach zum Kotzen. Wisst ihr, wie das einen Typen ankotzt, der geilen Content denkt oder denkt, er hat geilen Content aufgenommen? Bin mir nicht sicher, ob er wirklich geil ist, aber ich finde, Alter, mein Content ist... Leute, ich finde den richtig sexy. Ich habe für mich geilen Content aufgenommen. Ich habe den Stuff gefeiert, wisst ihr. Und dann, wisst ihr, wie sad es dann ist, dann zu gucken und zu merken, yo, ich kann die einfach nicht nehmen, weil es einfach, die Klicksounds sind zu laut. Du hast viel zu laut ins Mikrofon gepustet, warum auch immer. Alles drum und dran, das ist einfach das Ekelhafteste, was du haben kannst. Und dann noch in der jetzigen Situation, weil ich... Hab für heute und morgen ein Video. Heute ist für mich Dienstag und morgen ist für mich Mittwoch. Für heute und morgen habe ich ein Video. Heute habe ich exakt in einer Dreiviertelstunde Fahrschulenbeginn, beziehungsweise muss fertig sein in einer Dreiviertelstunde, um dann zur Theoriefahrschule zu fahren. Habe ich mir alles ausgesucht. Ich will jetzt nicht allzu sehr rummeckern, aber ich möchte meine Situation gerade erläutern, einfach nur. Ja, wie gesagt, ich fahre dann in einer Dreiviertelstunde zur Fahrschule, fahre danach nach der Fahrschule direkt zu meiner Freundin und schlafe da bis Mittwoch. Und morgen fahren wir nach der Schule nochmal zum Arzt. Und dann habe ich morgen direkt nach diesem Arzttermin, denke ich mal, direkt sobald ich zu Hause bin, wieder Fahrschule. Und nach der Fahrschule, wenn ich dann zu Hause bin, muss ich mich abends dann wirklich nochmal, und ist mir dann egal, ob ich bis 2 Uhr Nacht schneide oder nicht, ich schneide eh immer bis sonst wann abends, muss ich mich hinsetzen und dieses Video unbedingt ordentlich fertig schneiden und auch gucken, dass ihr das dann hoffentlich rechtzeitig noch bekommt. Ich muss es dann noch hochladen, Uploads fertig vorbereiten und so. Das wird alles ein bisschen stressig, aber ich hoffe, ich kann es irgendwie hinbekommen. Ich will das auch hinbekommen, weil wenn ich sage, ich bringe Daily und wenn ich das jetzt so lange schon durchgezogen habe, dann wird es jetzt an dem einen Video hier nicht scheitern, Alter, sicher nicht. Und wenn man jetzt nun mal ein paar Klicksounds hört, dann muss ich mich jetzt wirklich damit für entschuldigen. Ich verspreche euch in der nächsten Folge, ich bete darum, dass es nicht nochmal vorkommt. Sobald die Theoriefahrschule die Donnerstag vorbei ist, sobald die fertig ist, kann ich auch wieder ordentlich aufnehmen und alles und muss mir da jetzt keinen Stress machen. Ja, wie gesagt, das ist gerade alles ein bisschen im Zeitstress. Ich habe nicht wirklich die Zeit, jetzt hier viel zu quatschen. Ich hoffe wirklich, dass ich wenigstens noch einigermaßen von der Länge her gehendes Video irgendwie zustande bekomme, weil ich mich dann eigentlich auch wirklich dringend fertig machen muss. Wir haben letzte Folge, ihr habt es doch eigentlich gar nicht gesehen. Wir waren hier und haben hier Emeralds ertradet mit dem Zuckerrohr, was wir alles hatten. Da haben wir das hier alles vertradet. Und jetzt haben wir hier noch, ja, ca. 1,5 Doppelkisten. Das werde ich jetzt auch weiter vertraden, aber Leute, es stört, also ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr es einen Menschen stört. Stellt euch vor, ihr habt irgendwas richtig Heftiges für die Schule gemacht, wisst ihr? So richtig, ihr habt das richtig nice gefunden und es waren nur noch 2 Schritte, die gefehlt haben, um es zu beenden. Und dann fällt euch auf, dass ihr diese 2 Schritte erst in 2 Monaten beenden könntet, weil dann erst bestimmte Dinge, die ihr für die Schularbeit braucht, ankommen. Und ihr könnt es jetzt nun mal noch nicht machen, weil es halt einfach nicht funktioniert, weil ihr einfach den Stuff dafür nicht da habt, beziehungsweise euch das generelle Material auch nicht so sehr gefällt. Und dann könnt ihr einfach nichts abgeben und bekommt dann eine 6. So ist das gefühlt gerade für mich. So müsst ihr euch diese Scheiße vorstellen. Ich habe richtig geiles Zeug aufgenommen und dann bam, 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 nichts hat funktioniert
Und jetzt hoffe ich wirklich wenigstens, dass das hier funktioniert irgendwie. Ich kann es einfach wirklich alles nicht benutzen. Ich habe hier übrigens auch einen Trick, das habe ich für mich letzte Aufnahme, die ihr nicht gesehen habt, schon mal gesagt. Wenn man hier Leertaste drückt, wird es hier alles auf 64 aufgefüllt. Damit kann man übelst easy handeln. Aber gerade wollen meine ganzen Villager nicht handeln. Jungs, och, macht doch jetzt nicht die blockierenden Trades hier rein. Mann, Jungs, ich brauche das gerade, Alter. Leute, trinken ist übrigens auch immer wichtig. Das ist halt wirklich das Unsatisfyingste, was hätte irgendwie passieren können. Dass ich halt jetzt nun mal vor allem so eine stressige Folge wie jetzt aufnehmen muss. Es ist gerade, für mich ist gerade 16.50 Uhr und ich muss 17.30 Uhr fertig sein. Muss 17.30 Uhr dann los zur Fahrschule. Das ist einfach so kacke, im Stress aufzunehmen, Alter. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass ich schaffe, dass der Upload für euch rechtzeitig komplett da sein wird und ich mir jetzt hier nicht sonst was bis sonst wo sonst wie stressen muss. Ich möchte mich wirklich entschuldigen dafür, dass wir heute hier in der Folge nicht besonders viel machen, beziehungsweise nichts bauen oder irgendwas oder hier nicht viele Cuts vielleicht drin sind oder weiß ich nicht, was sein könnte. Die Folge muss es jetzt einfach mal so sein, Leute. Trotzdem bin ich da. Hi, ich hoffe, ihr hattet alle einen schönen Tag. Ich war heute schon in der Schule, bin dann nach Hause und Mann, diese scheiß Standdruckler, bin dann nach Hause gekommen. Und jetzt sitze ich hier, nehme ein bisschen auf, habe gerade noch was anderes fertig gemacht. Oh, das wird auch cool. Das seht ihr, falls ihr mir auf Insta folgt, ist unten alles verlinkt. Da habe ich auch was Spannendes vor, was ich nebenbei mache. Das wird, denke ich, auch ganz cool, aber da muss ich jetzt erstmal warten. Da habe ich auch schon was für bestellt, aber das kommt erst in circa 5 Tagen, schätze ich mal. Und wenn das da ist, Alter, dann wird's richtig geil, Mann. Dann geht's richtig voran in meinem Leben. Aber das kann ich euch dann auch alles zeigen. Weil ich mag das nicht so, wisst ihr, das Ding ist, wenn man von irgendwas erzählt, also wirklich egal was, wenn man von irgendwas erzählt, dann ist das so, wenn es dann nicht klappt, weil das Schicksal wieder die Weichen falsch stellt, weil es einfach nicht funktioniert, weil es aus welchen Gründen auch immer einfach gerade nicht geht oder nicht mehr geht und man es schon erzählt hat und dann kannst du es doch nicht machen, dann ist das halt übel scheiße. Also wirklich, dann ist das einfach richtig, richtig kacke. Und dann bin ich lieber ein Typ, der so sagt, yo, Leute, da geht es übrigens auch bei meiner Fahrschule drum, bei meinem Führerschein, habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, da ich dann lieber ein Typ bin, der sagt, yo, ich habe meinen Führerschein, anstatt euch jetzt groß von der Theorie zu erzählen und die dann zu verkacken oder meine Praxis zu verkacken und euch dann sagen zu müssen, ja Leute, leider habe ich es nicht geschafft, tut mir leid. Wisst ihr, das ist dann so richtig, nee, das ist so richtig scheiße, da sage ich lieber nichts, bestehe sie und sag euch dann was, als die ganze Zeit irgendwas zu reden, was ich am Ende nicht schaffe. Und genauso ist es bei die Idee, die ich jetzt habe, wenn ich da alles fertig habe, wenn alles geschafft ist, kann ich euch davon berichten, kann ich euch das erzählen, zeigen, whatever, aber jetzt ist mir das einfach, Leute, wartet damit mal noch ein bisschen. Ey Leute, aber wenigstens traden wir hier mit Villagern, okay? Das ist doch ein cooles Folgenziel, oder? Ein bisschen das Zuckerrohr verkaufen für Emeralds, ein paar Emeralds erfahren. Wir haben letzte Folge, die ich aufgenommen habe, die ich nicht hochladen kann, übrigens auch 6, 7 Emeralds bekommen, beziehungsweise 7 Stacks, nicht 7, sondern 7 Stacks Emeralds. Und jetzt haben wir hier auch schon wieder fast 3, also es wirft auf jeden Fall gut was ab dafür, dass ich im Prinzip nur AFK stand. Also mit AFK meine ich wirklich, stand ja wirklich nur AFK. So, dann schmeißen wir das hier mal wieder rein. Haben wir die nächsten 3 Stacks drin. Und craften hier noch die 3 Stacks Papier um. Vertraden die auch nochmal ganz schön. Und dann können wir schon ein neues Zuckerrohr holen. Mann, das Ding ist, Leute, ich habe so geile Stories erzählt. Von meiner Fahrschule. So viel Zeug, was ich auch definitiv nochmal erzählen werde. Auch wenn ich das dann ein bisschen komisch finde. Weil das ist dann so, wisst ihr, ich habe das schon mal erzählt, konnte es nicht nehmen. Habe es dann nochmal erzählt und konnte es nicht nehmen. Weil es einfach von der Audio nicht funktioniert hat. Das hier nehme ich jetzt zu 100%. Das ist mir, dann tut es mir wirklich leid, falls ihr ein paar Klicksounds im Hintergrund hört. Ich verspreche euch, zur nächsten Aufnahme ist es gefixt. Aber jetzt muss ich das einfach nehmen. Ich kann es nicht ändern. Nee, aber, und dann, wisst ihr, dann habe ich das schon 2-mal erzählt. Und dann erzähle ich es nochmal. Also, so, keine Ahnung, das ist dann so übel, ich will nicht sagen unreal, weil ich erzähle es ja wirklich und das erzähle ich auch echt, das ist auch passiert und alles. Aber es ist halt nicht mehr so wie beim ersten Mal, es hat nicht mehr das Feeling und alles, was ich beim ersten Mal hatte, wo ich es, naja, wahrscheinlich auch anders erzählt habe, als dann, wenn ich es zum 3., 4. Mal euch erzähle, so. Aber ich denke mal, das ist ja relativ verständlich und das, Mann, es ist einfach nur zum Kotzen. Und nein, Leute, ich habe es auch letzte Folge 10-mal gesagt. Das soll hier kein Rummimimin sein oder so. Ich will dafür kein Mitleid oder irgendwas. Ah, Velation, du gehst zur Fahrschule. Du hast ja so einen Stress in deinem Leben. Du tust mir so leid, Leute. Das brauche ich nicht, Alter. Das brauche ich wirklich nicht. Aber ich wollte euch einfach so meine jetzige Situation, meinen jetzigen Standpunkt der Dinge ein bisschen erläutern bzw. zeigen. Und euch zeigen, was jetzt abgeht und warum die Folge jetzt doch so ist, wie sie ist und so kommt, wie sie kommen wird. Und ich es leider einfach
gerade momentan zeitlich nicht ändern kann. Das funktioniert leider nicht. Und dafür wollte ich mich dann halt gleichzeitig auch nochmal entschuldigen. Habe ich, denke ich, jetzt schon oft genug gemacht. Und ich denke mal, es ist ja auch nicht allzu schlimm, aber ich wollte euch einfach meinen jetzigen Standpunkt kurz erzählen. Euch kurz erzählen, wie das jetzt hier bei mir aussieht. Und euch kurz ein kleines Update geben. Naja, Leute, ich würde sagen, ich hoffe wirklich, die Folge ist nicht allzu kurz. Ich sehe hier aber, ich habe jetzt 13 Minuten 40 Rohdatei. Ich denke mal, das wird lang genug. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Es tut mir leid, Leute, es tut mir leid. Trotzdem, wie gesagt, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns dann morgen 17 Uhr wieder. Hoffentlich morgen ein bisschen strukturierter. Ja, bis dann und ciao, meine Freunde. Oh, baby, now. Let me warm you up, baby, please.